Willkommen vor den Empfangsgeräten. Wir sind im Faktororden und wir sind... Und wir sind wieder in der Wildlands Open Beta. Shit, wir haben uns. Ah, jetzt. Ah, Mann. Wenn du zielen könntest, hättest mich nicht erwischt. Boom, Tango erledigt. Ach, scheiße, das ist hier stehen. Wie will ich werden? Bitteschön. Jetzt doch scheinbar nirgendwo hin, oder? Dann müssen wir weiter nach unten. Das macht hier Spaß, ne? Er ist getroffen. Mhm. Ja, hier unten kommen weitere Feinde. Ich hab die Waffe gefunden, die da liegt. Und es ist... Scharfschützengewehr. Oh, dann könnte ich gerade mal Scharfschützengewehr austauschen. Ich bin dort, wo es weitergeht. Dessen, wo ihr seid. Ich habe eine neue Waffe. Was du gerade machst, ist mir gerade nur ganz egal. Ich muss da jetzt gecheckt werden, ob da was modifizierbar ist direkt. Nein. Ich check nicht, wo es weitergeht. Das muss irgendeine Schacht, der geht dann runter. Da, geradeaus weiter. Hier, geradeaus weiter. Du warst schon richtig. Ach, der Dingsbums hier, der Aufzug. Naja, Aufzug ist gut. Das ist ein Aufzug in der Mitte, oder? Ja, aber... Ach, fuck. Muss einfach nur runtergehen. Ich war ja schon gestern hier drin. Wir waren schon gestern hier drin, bloß hier war kein Boss. Gatling dann direkt vor uns. Müssen wir mal drauf schießen, wenn es geht, mit Scharfschütze oder so. Sehr schön. Bestätigt.
Ich sehe Burkhard. Ziel markiert. Nicht aufgeflogen. Wow, mich hatte. Ach du Scheiße. Da saß noch in einer Ecke. Er hat mich, der kleine Wichser, der Camper Bastardo. Warum hat das so lange gedauert? Was? Gute Arbeit, Montejoc. Sehr schön. Das war's mit der Open Beta. Santa Blancas beste Truppen schaffen es nicht, den Verlust auszugleichen. Das beeinträchtigt ihre Sicherheit und bringt uns näher an El Mudo. Genau. Das haben alle die M4 Taktiker bekommen, oder was? Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht gesehen. Also ich habe sogar bekommen. Er ist tot. So sollte kein Ranger sterben. Burkhard wollte es so, vergiss das nicht. Wir mussten das tun. Cool. Okay, Kinder, ich würde sagen, Abschlussfazit. Wir haben die Open Beta durch. Eure Meinung? Wenn es denn so teuer wäre, würde man mal drüber nachdenken können. Ne? Wenn sie tatsächlich so viele Regionen haben, so viele verschiedene Missionen. 21 Provinzen. Und wir haben jetzt zwei geschafft und wir haben für die zwei Stunden, für zwei Provinzen, gut, wir haben immer wieder die gleiche Mission nochmal gespielt, wenn eine dazu kam. Ich würde sagen, man ist Speedrun, können wir natürlich schneller durch, aber so haben wir es richtig Spaß gehabt und ich glaube, wir haben 12 Stunden reine Spielzeit aufgehäuft, oder 13 Stunden sogar. Also. Es ist halt ganz hübsch, um mit Kollegen zu spielen. Ja, also im Coop ist das echt saugeil. Allein, weiß ich nicht, mit den drei Bots, die waren halt in der Klosbäder irre dämlich. Oben bitte auch. Okay. Grafisch finde ich, ist es AAA. Das ist ein Prachttitel, das sieht einfach nur geil aus. Die Landschaft ist der Hammer. Mit den Lamas, das ist echt cool gemacht. Also generell Bolivien ist als Schauplatz mal so unverbraucht und neu, das ist eigentlich geil. Die Story finde ich gut entwickelt, die Quests, die Missionen finde ich ganz gut gemacht und gut erzählt. Ich finde die Schauplätze wie hier die Mine eigentlich ganz geil. Ich hatte ein paar Glitches, ich hatte mehrere Grafikbugs. Ich hatte übrigens, glaube ich, nie einen Crash. Ich hatte Lags vom Surfer, ja. Entschuldigung. Nee, was meint ihr? Ja, ein paar Bugs gab es ja natürlich. Darstellungsfehler in allen möglichen Varianten. Es macht schon Spaß. Also es war ein bisschen so GTA-Feeling. Paarphysik ist natürlich ein bisschen strange. Ne? Das könnte besser sein. Auch es war etwas besser als in Close Beta, aber immer noch nicht so toll. Wie macht Bock? Okay. Ja, ansonsten. Ja, die Grafik sieht auch nicht schlecht aus. In Coop macht es am meisten Spaß. Alleine okay, aber ich denke, wenn man zu viert macht es am meisten Spaß. Da haben wir ins Nasenloch geschossen. Allein, dass ich das hier machen kann, macht das Spiel zu einem guten Genau Spiel. Wegen sowas. Ich hab's in Nasenloch reingeschossen. Guck mal hier. Hast du Angst? Are you scared? Das sind Ablenkungsmanöver. I don't care. Also ist echt so, wenn das Spiel jetzt nicht, was 69 Euro oder was sie für wollen, das ist mir halt einfach zu teuer für ein Release. Ich verstehe, warum sie es machen, aber mir persönlich ist es zu teuer. Das Problem ist einfach nur, was man mit dem Spiel halt ultra cool machen könnte, wäre das einfach immer weiter erweitern mit könnte, DLCs ja. Und Add-ons, wo man sagt, jetzt war die Krische irgendwie. Kongo dazu oder so. Das fände ich tatsächlich schlauer eigentlich, wenn sie sagen, wir hauen das Spiel keiner für 25 Euro raus oder so, aber dafür hauen sie halt irgendwie noch 20 DLCs hinterher für jeweils so 5 Euro oder so. Aber gut, andererseits. Andersrum wäre mir lieber. Du zahlst einmal 60 Euro, du kriegst die Dollars sozusagen umsonst, wie bei Skyrim. Ne, Witcher war das. Battlefield hat das, ne? Ja, das ist ja viel, viel geiler. Dann würde sich das echt so ein Spiel überhaupt richtig lohnen. Ja, das Problem ist, wir haben das Spiel jetzt nicht so gespielt, wie man spielen sollte, gell? Also ich nicht, man soll das nicht so spielen, man soll nicht einfach überall reinrennen und auf gemacht. Wir haben einmal eine Schleichmission geschafft. Ansonsten also ich stand's mal so, wir haben die Drohne immer dann eingesetzt, wenn alles tot war, um quasi noch den Loot komplett abzuholen. Genau. Schalldämpfer war auch mal so eine Sache. Naja, auf meiner Pistole und meinem Scharfschützgewehr war eigentlich durchgehend Schalldämpfer. Ja, aber ein gewisser Monty... wie wir sein Maschinengewehr hat. Sag mal, kann man... Warte mal, löst du eigentlich eine Mine aus? Granate kommt. Kann ich hier nicht schlägen? Warum nicht?
Also man kann rübergelaufen, es passiert nichts. SOS, we need backup. Officer am Boden. Ja, okay, also ich würde sagen, mit dem Fazit sind wir also durch. Wir finden das Spiel an sich ziemlich geil, aber hauptsächlich wegen dem Coop. Ja. Na, also allein wäre es so, wie es ist, finde ich für mich nicht interessant. Ja, es ist schon nice, es ist ein netter Zeitvertreib und Leute ohne Freunde können das ja tatsächlich auch spielen. Das ist ja so, dass du dann quasi Bots geschenkt kriegst. Menschen ohne Freunde haben ja Bots. Ja. Das ist schön am Zocker da sein. Hast du keine Freunde, hast du Bots. Als Kind hat man immer noch ein Kotlet in den Hals gehängt bekommen, damit wenigstens die Hunde mit einem spielen. Wenn du das Kreuz erleuchtet, bleibt das Gewaltmann. Immer wenn ich so ein großes Kreuz sehe, denke ich an diese eine Folge von Weeds, wenn sie das Kreuz von diesen reaktionären Christen klauen und nun damit nun da die Pflanzlampen reinmachen für ihr Weed und leuchten damit ihr Gewächshaus. Das finde ich so geil. Und dann finden die Feuerwehr, glaube ich, ist es, die sind entdeckt mit ihrem Hubschrauber, der eigentlich Wärmequellen, also so Brandherde gegen soll, und sehen halt aus der Luftwärmebildkammer dieses riesige Kreuz in dem Lagerhaus. Das ist so geil. Ah ja, gut, dann würde ich sagen, an der Stelle verabschiede ich mich aus der Open Beta von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands und wir wandern weiter zu Total War Arena, die paar Stunden, wo das noch läuft. Beste. Läuft. Gut, dann macht's gut, bis bald. Tschö. Genau.